Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Wie versprochen, beantworte ich euch heute ein paar Fragen zum Lemming. Als erstes wollt ihr von mir wissen, wie alt der Lemming ist. Der Lemming ist am 19. März 2008 auf die Welt gekommen und ist somit jetzt 10 Jahre alt. Die nächste Frage ist, wie gross der Lemming ist. Ich habe ihn eigentlich nie gemessen, deswegen kann ich nur etwas schätzen. Er ist etwas grösser als ich, also würde ich sagen, er ist etwa 1,65 m, wenn nicht etwas grösser. Die Frage 3 ist, vor was der Lemming am meisten Angst hat. Also der Lemmy ist eigentlich ein sehr ängstliches Ross und man kann deswegen nicht sagen, er hat vor etwas mehr Angst als vor anderem. Vor allem wenn man alleine gegen ausreitet, ist er einfach sehr, sehr ängstlich und hat eigentlich vor allem Angst. Die nächste Frage ist, wie lange der Lemmy schon bei uns ist. Und wer uns auf Instagram folgt, hat gesehen, dass er erst gerade seit 5 Jahren bei uns ist, nämlich seit dem 27. Dezember 2013. Passend dazu ist dann die Frage gekommen, wie ich den Lemmy gefunden habe. Also wir haben vor dem Lemmy, wo wir nach der Suche nach einem neuen Ross waren, schon das Ross hier auf Probe gehabt. Wir hatten aber leider ein Problem mit der Hinterhand und wir mussten somit wieder zurückgeben. Und nachher haben wir halt weitergesucht und sind irgendwann auf die Website der Familie Weber in Nauvoo eingestossen, wo dann auch der Lemming auf der Seite war und halt noch ganz viele andere Verkaufsross. Wir haben dort angerufen und einen Termin gemacht und haben dann verschiedene Ross anschauen und haben dann auch zwei Ross Proben geritten, aber am Schluss haben wir uns dann für den Lemmy entschieden. Als nächste Frage ist dann gekommen, wieso wir uns für den Lemmy entschieden haben und wie schon gesagt, wir haben zwei Ross Proben geritten, also mein Vater und ich. Dort hier Snowy auf dem Platz. Und das zweite Ross ist ein eher breiterer und etwas unsportlicher Frühling gsi. Er war schon grösser als der Lemmy. Aber er war halt braun und ich hätte gerne ein braunes Ross gehabt, weil das war der einzige Grund, weshalb wir ihn auch in die Probe geritten haben. Aber halt auch vom Weitgefühl her und so haben wir uns dann für den Lemmy entschieden, der doch auch besser zu mir passt als der sehr unsportlich und wahrscheinlich auch nicht springbegabt für die, die es sonst noch hatte. Die nächste Frage, die mir sehr oft gestellt wird und ich mir selber auch oft stelle, ist, ob ich mal mit der Dressur starten möchte. Da der Lemmy sehr schöne Gänge hat, könnte ich mir das eigentlich schon vorstellen, aber er ist sehr nervös und auch auf Turnier geht sehr lang, bis er irgendwie sich ein bisschen beruhigt und so. Und wegen dem könnte ich mir vorstellen, dass das recht schwierig ist, wenn man dann auf den Platz kommt und er fängt zuerst mal alles gefährlich. Und wegen dem denke ich, es kann schon sein, dass ich irgendwann Dressur starte, aber es wird auch noch nicht gerade in den nächsten Jahren sein, sondern eher, wenn er dann wirklich ein bisschen älter ist. Ich bin auch nach meinen Zielen mit dem Lemmy gefragt worden und ein grosses Ziel von mir im nächsten Jahr ist der Green Jump Cup mitzureiten. Und natürlich wünschte ich mir auch, mich für ein Finale zu qualifizieren, aber ja, wir schauen mal. Und ein sehr grosses Ziel von mir, das ich schon länger habe und leider bis jetzt nicht erreicht habe, ist am Finale von der Freiberger mal klassiert zu sein. Und bis jetzt habe ich mich zwar jedes Jahr für ein Finale qualifiziert, aber bin immer im ersten Umgang leider ausgeschieden, aber wir werden es auch in diesem Jahr wieder probieren und ich hoffe, dass es irgendwann klappt mit einer Klassierung an der Freiburger Schweizer Meisterschaft. Auch gefragt bin ich worden, ob ich ihm die Mähne möchte kurz schneiden. Ich probiere euch mal jetzt hier ein paar Bilder einzublenden, wie der Lemmy ausgesehen hat mit Stehmähnen, wo er ist zu uns gekommen mit Stehmähnen. Ich finde schon, dass es irgendwie herzig aussieht, aber er sieht dann auch ein bisschen aus wie ein Pfüli und ich weiß nicht, ich finde einfach, er sieht schon ein bisschen komisch aus und deswegen denke ich nicht, dass ich ihn mit Männern normal wieder abschneide. Die Frage 10 ist mir gestellt worden, was ich ihm futtere. Also, sein normales Futter ist einfach Maiswürfel, ein bisschen Hafer vor dem Turnier
Mineralwürfel und verschiedene Gemüse. Und er bekommt halt noch Zusatzfutter vor dem Turnier. Und wenn ihr wirklich möchtet wissen, was das Ganze im Detail ist und wenn das er was bekommt und wie lange vorher, dann schreibt es doch in die Kommentare. Dann kann ich dann ein separates Video dazu machen und euch das Ganze detailliert erklären. Ich bin auch gefragt worden, ob wir schon mal den Stall gewechselt haben. Und ich bin sehr froh, dass wir hier daheim, wo ich wohne, gerade einen Stall auch haben, wo unsere drei Rosse stehen. Und durch das habe ich mir eigentlich überhaupt nie Gedanken machen, wo ich mein Ross einstellen muss. Weil, ja, es ist klar, sie stehen hier. Und hier kann man auch nicht rausgeschossen werden oder so. Und so habe ich nie. Also habe ich eigentlich das Glück, dass ich nie den Stall irgendwo herwechseln musste. Offenstall oder Boxenhaltung. Bei uns ist es so, also ich werde mich jetzt ein paar Filmausschnitte einblenden, wo man sieht, dass der Gomar, das Ross von meinem Bruder, hat so ein außerhalb eine Box und steht eigentlich fast den ganzen Tag so auf unserem kleinen Auslauf. Die anderen zwei Rosse, also Marina und der Lemming, stehen drinnen und können morgen, Mittag und am Abend je für eine Stunde bis zwei auch auf den Auslauf. Wir können sie leider nicht alle drei rauslassen, weil sie einander immer abschlagen und beißen und sich nicht so gut verstehen. Ich sehe dann weiter, wir haben einen kleinen Auslauf, wie gesagt, der noch ein Sandplätzchen hat. Wir haben eine nicht allzu grosse Weide hinter unserem Auslauf, aber ich finde, es ist immer noch besser, als wenn sie gar nicht auf die Weide könnten. Und bei uns im Dorf ist es leider schwieriger, grössere Weide zu haben. In der Weide integriert haben wir dann auch einen kleinen Zirkel, wo wir viel drauf longieren, wo man aber auch reiten kann. Auf dem Video seht ihr auch einen etwas grösseren Sandplatz und darauf stehen zwei Friesen. Das gehört unseren Nachbarn und dort drauf, also wir könnten eigentlich schon drauf reiten, aber es ist halt mühsam, wo man relativ weit kehren muss und nicht direkt drauf kann. Und ja, eigentlich bin ich noch gar nie dort geritten. Ich bin gefragt worden, ob der Lemmy schon mal eine gröbere Verletzung oder eine ernsthafte Krankheit hatte. Und leider hat er, als er zu uns kam, relativ schnell eine Sehnenentzündung bekommen. Ich probiere euch im Video zu zeigen, wo genau die Sehne ist. Und deswegen hat er, also haben wir die Hälfte von unserer ersten Saison bereits pausieren müssen. Ich kann von Glück reden, dass er seither eigentlich keine gröberen Verletzungen mehr hatte. Ausser in diesem Jahr hat er einmal seine Hüfte blockiert gehabt, aber das konnte man dann wieder einrenken und dann war wieder alles gut gewesen. Und eigentlich wirklich grobe Verletzungen hat er keine gehabt. Was man aber auf dem Video gut sieht, ist, dass er, also nicht eine Krankheit, aber halt, er ist erkoppt. Und ja, wir probieren ihn irgendwie daran zu hindern. Und wir haben auch schon Mittel ausprobiert, aber bis jetzt hat noch nichts geholfen. Und ja, wir probieren immer, ihm zu verbieten. Und zwischendurch geht es ganz gut, aber vor allem, wenn er nervös wird und auf Turnier, dann kommt er halt schon die ganze Zeit. Und wie gesagt, ja, es ist nicht unbedingt gerade so zu wünschen. Die letzte Frage, die mir gestellt wurde, ist, was ich schon für eine Folge bei dem Lemmy gefeiert habe. Ich habe mit dem Lemming für meinen Geschmack sehr, sehr viele Erfolge feiern. Und wenn euch das wirklich detailliert interessiert, könnt ihr es in die Kommentare schreiben und dann mache ich ein ausführliches Video über das. So, die grössten Erfolge sind eigentlich, dass ich die erste Zeit überhaupt in meinem Leben habe mit dem Lemming feiern und auch noch drei weitere Siege nachher. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben über 100 Gewinnpunkte, auch mit dem Lemming. Hätte ich ohne ihn nie erreicht. Und im letzten Jahr durfte ich meine erste Green Jump-Klassierung feiern und das auch mit dem Lemming. Das war es auch heute schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt etwas mehr über den Lemming Bescheid. In diesem Sinne, tschüss und vielleicht bis nächstes Mal.